In diesem Video zeigen wir dir, wie du deiner Website eine Navigation hinzufügst und diese bearbeitest. Wähle in der linken Menüleiste den Punkt Elemente aus und gib im Suchschlitz das Wort Navigation ein. Klicke auf das Element und ziehe es an die gewünschte Stelle im Editor. Anschließend öffnen sich die Einstellungen zum Layout der Navigation. Unter Design, Webseitenlayout, kannst du die Ausrichtung der Navigation auf den verschiedenen Endgeräten anpassen. In unserem Beispiel möchten wir auf einem Tablet die Navigation erst nach einem Klick auf den Menübutton anzeigen lassen. Die Ansicht wechselt automatisch zum Tablet und du kannst die Änderungen überprüfen. Klicke im linken Menü auf Seiten, um die Reihenfolge der Unterseiten in der Navigation zu ändern oder mit einem Klick auf das Zahnrad den Seitennamen zu ändern. Des Weiteren kannst du hierüber Seiten duplizieren, sie auf verschiedenen Endgeräten ausblenden, die Seiten-URL anpassen, einen Bereich Passwort schützen oder verschiedene Einstellungen zur Suchmaschinenoptimierung vornehmen.